Ich höre irgendwas atmen. Scheiße. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ich bin Nio und begrüße euch ganz herzlich zum nächsten Part von Under hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind stehen geblieben auf dem sinkenden Titanic-Schiff, wenn es überhaupt Titanic ist. Nein, wahrscheinlich nicht. Verfolgt von irgendwelchen nackten Männern und irgendwelchen Zombies, besessen von Dämonen und Teufeln hier und da. Wer weiß das schon? Genau, beim letzten Part war ja genau die Stelle hier gewesen, wo wir geflohen sind und uns versteckt haben vor der Kreatur, die hier rausgekommen ist. Ich hoffe, dass alles jetzt so sein soll, wie es ist. Tür ist verschlossen, okay. Aber wir haben auch einen Schlüssel hier. So, zack. Und ist das überhaupt die richtige Tür? Ah, da ist auch nur ein Schrank. Okay, da ist nur ein Schrank. Ich glaube aber hier am Eingang war vielleicht auch nochmal eine Tür gewesen. Genau. Was war im ersten Part alles so Sache gewesen? Auf uns zurollende Beilagentische, verfolgt von irgendwelchen Gesichtern. Ey, ihr merkt auch schon, wir sind ein klein wenig unter Zeitdruck. Im Falle des Falles, wenn ein Schiff sinken sollte, immer den Ratten folgen, sagt man ja. Das ist eine Sackgasse. Ich frage mich, was passiert, wenn wir jetzt einfach nichts machen würden. Wahrscheinlich würden wir sterben. Aber ich muss echt sagen, das Game hat dann ja doch schon so einige Schocker bereit für uns. Bevor ich da reingehe, will ich erstmal hier gucken. Nee, ist nichts. Scheiße. Ich habe noch ein Feuerzeug. Beziehungsweise nur eine. Nur ein Streichholz. Okay. Hallo? Ganz viele Gräber. Soldatenhelme. Oh, Leute. Ach nö, komm schon. Mach auf. Das Problem ist nur, man triggert anscheinend schon hier so Sachen, wenn man einfach nur in eine spezielle Richtung guckt. Das heißt, einmal falsch umgedreht und wir haben den Schreck unseres Lebens. Och Mann, genau das ist das, was ich nicht mag. Kein Licht, beide Türen verschlossen. Das heißt, gleich passiert sich ja irgendwas. Die Musik macht es auch nicht gerade besser. Warte, ich guck nochmal. Sollen wir irgendwas einsammeln oder so? Ich weiß es nicht. Guck mal, was ist das da? Ah, Lichtschalter. Als ob! Hallo? Also ich tendiere ja immer noch dazu, dass wir unter irgendwelchen Wahnvorstellungen leiden. Ich habe langsam schon von den kleinsten Sachen einfach Angst. Ein Schuh. Was heißt das? Ja, super. Warum sollte man sowas mit aufs Schiff nehmen? Da meint's einer mit seinen Sammelwaren doch ein wenig zu ernst. Streichhölzer. Gib mir noch mehr Streichhölzer. Da dürft ihr das gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Einfach kurz Stopp drücken. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell gewesen. Hallo? Ja, wir müssen doch jetzt nicht da runter. Zack. Ah, die Tür ist verschlossen. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Ja, super. Was ist das denn? Eine Jacke. Zu. Wir gehen mal nach links rum. Heißt was? Oh, ich weiß halt auch nicht. Es würde mir schon sehr doll helfen, wenn ich wüsste, dass wir nicht sterben können. Und ich habe ja schon so einige Screenshots gesehen. Und hier sind echt Viecher unterwegs, denen man nicht gerne allein nachts begegnen möchte.
Alles verschlossen. Oh, Scheiße. Oh, ich ahne Böses. Mann, ist alles verschlossen. Kein Schlüssel, da ist irgendwas. Oh, Scheiße. Hallo. Ich bin doch nur der Kellner. Ich wollte doch nur ein bisschen Essen servieren. Hallo? Ist da jemand? Jetzt laufe ich hier durch den ganzen Dreck und der ganzen Brühe. Wie oft sind wir denn noch hier? Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Nee. He has escaped grave. He will never escape to have lost in the root. Oh, just watch. Oh, sorry. Oh, die Wichser. Da ist ja niemand. Vorhin war da einer. Ich will mich an der Stelle auch nochmal für die Frame-Einbrüche. Für die Frame-Anbrüche. Also die Musik kam ein bisschen spät. Für die Frame-Einbrüche beim ersten Part, entschuldigen, ich weiß nicht, ich glaube fast nicht, dass es in meinem PC liegt. Das Game ist halt von einem Indie-Entwickler und da kann sowas mal vorkommen. Scheiße, Alter, das Wasser wird immer höher. Wo müssen wir denn lang? Ich habe halt auch Angst, dass wir jetzt sterben bald. Warte mal, da können wir nicht lang. Da können wir nicht lang. Von da sind wir gekommen. Da können wir nicht lang. Da können wir nicht lang. Laufe ich im Kreis? Es sieht doch alles gleich aus hier. Ach komm, ich teste nochmal die Tür hier. Wir brauchen diesen blöden Schlüssel. War der jetzt in diesem Zimmer? Vielleicht hätten wir genau in die Richtung laufen müssen, wo der Typ war gerade eben. In dem Zimmer waren wir gerade, oder? Ja, der Typ stand da hinten. Scheiße, wo müssen wir denn lang? Oh Leute, wir werden sterben. Und wir laufen da lang jetzt. Was sollen wir denn? Da ist nichts. Ey, es wird langsam eng. Ich kann auch nicht mehr sprinten. Oh nein. Scheiße. Was sollen wir denn machen? Ich brauche den Schlüssel. Oh, ich wüsste nicht mal, wie wir wieder rauskommen können. Oh, jetzt ist gleich fertig. Jetzt ist gleich fertig mit uns. Komm schon, komm schon, komm schon. Soll ich wenigstens gucken, wo die Treppe nach oben ist? Hier waren wir gewesen, aber hier ist kein Schlüssel. Liegt hier irgendwas auf dem Bett oder so? Was ist das da? Ah, das ist der Brief. Verdammt. Kein Schlüssel. Steigt das Wasser noch höher oder bleibt das jetzt so? Warte mal. Ist nichts? Und dann gehen wir nochmal hier hinten gucken. Ah, okay, wir haben ihn. Her damit. Und noch ein Schlüssel. Nee, Ding. F-Deck, okay, den Schlüssel haben wir. Das heißt, wir können abhauen. Ich hoffe, wir haben nicht wieder irgendwas. Oh, wir können da sprinten. Ja, jetzt würde ich mich aber auch beeilen. Wo geht's nach oben hier? Ein bisschen schneller machen hier, komm. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Als ob wir nicht... Komm jetzt. Wo ist denn der Ausgang hier? Ich weiß es nicht. Och Mann. Verdammt. Schon wieder gestorben. Oh, Leute, Leute, Leute. Oh, shit. Da lang. Ist Loch. Okay. Oh, ey, das war auch so mies. Wer kommt denn da drauf? Die normale Tür ist verschlossen und da ist jetzt einfach ein Loch. Oh, okay, wir sind durch. Den Schlüssel können wir jetzt für was gebrauchen, genau? Ah, für die Tür hier. Und jetzt? Was haben wir hier? Ah, ja, super.
Ich sehe jetzt halt auch gar nichts hier unten. Boah, links oder rechts? Ich weiß es halt nicht. Ich dachte gerade, da ist ein Gesicht. Ja, ich sehe nichts. Wo kommen wir denn lang? Oh Mann, Streichhölzer wären jetzt echt super. Warte mal. Hier? Hier? Ach Gott. Oh, Leute, das Spiel macht mich verrückt. Voll noch dieser... Da war gerade was. Vor allem auch dieser ständige Stress hier. Okay, warum wieder ein Schlüssel? Ich dachte, da steht einer. Da wollte sich einer Spaß mit uns machen. Oh. Hä? Okay. Hier haben wir den. Können wir hier irgendwas... The breaker box needs a fuse. Okay. Okay, damit können wir wahrscheinlich den Lift aktivieren. Und mit dem Schlüssel kommen wir... Hier hinten ist die Tür, wo... Verschlossen. Ah, hier. Hier rein. Okay. Da haben wir sie. Jetzt können wir hier hinten den Stromkasten aktivieren und mit dem Lift nach oben fahren. Sehr gut. Können wir den auch irgendwie anschalten? Nö. Warte mal. Oder fährt der nach oben? Nee. Hier ist zu. Ja, aber... Wie aktiviere ich denn den Lift? Ah, hier. Und drauf. Hoch, komm. Das Tor geht aber schon auf, oder? Wir sterben jetzt nicht. Oh, okay. Wir müssen uns aber beeilen, weil das Wasser, das steigt. So, da wären wir hier oben. Wir müssen uns aber wahrscheinlich trotzdem ein klein wenig beeilen, weil, das Wasser steigt ja. Oh, da hätten wir einen Pool. Ah, na, komm, guck mal. Ey, 10.000 Türen hier, alle verschlossen. Wo dürfen wir denn lang gehen? Oh, hier kommen wir rein. Schade, Streichhölzer haben wir trotzdem keine. Ah, das sind Umkleidekabinen. Ich nehme an, die, wo verschlossen sind, die sind alle besetzt. Da zieht sich gerade einer um. Streichhölzer. Okay. Das bedeutet, was jetzt genau? Ich brauche einen Schlüssel. Jo, alles klar, aber... Boah, die Musik gefällt mir gar nicht. Ach so. Ich höre irgendwas atmen. Scheiße. Ich höre doch irgendwas atmen. Ich höre Schritte. Herein. Ganz ruhig. Ja, ich würde ja gern. Wer klopft denn da? Was? Oh. Was? Nein, man kann sterben hier. Oh, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Das heißt, wir dürfen wegrennen. Okay. Folgendes. Wir wissen, warte mal, hier die Streichhölzer erstmal. Wir wissen, dass wir nicht zurückgehen dürfen. Aber wir brauchen jetzt erstmal noch hier den Schlüssel. Ja, was sollen wir denn dann machen hier? Tür geht zu, er klopft jetzt.
nicht groß. Ja, mach auf. Da gehen wir jetzt nicht rein. Ich hoffe, der verfolgt uns jetzt nicht auch noch. Okay, sieht nicht danach aus. Oh mein Gott. Okay. Ah. Was können wir hier machen? Egal, wir haben irgendwas wahrscheinlich damit bewirkt. Da gehen wir sicher nicht durch. Oh, die Tür ist aufgegangen. Gut. Boah, hier wird man ja richtig seekrank auf dem Schiff. Da hinten ist was. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Mann. Egal, wir gehen drauf zu. Okay. Matrose? Ich inspiziere nur die Kajüten. Weg da! Zu! Mach doch zu! Oh. Der Schlüssel. Oh nein. Was heißt denn das? Was heißt denn das? Mach doch zu, mach doch zu, mach doch die Tür zu. Es geht nicht richtig zu. Oh, Scheiße. Oh mein Gott, ich dreh fast durch. Vorhin das Gepfeife von dem Typ. Oh. Leute. Ich werde an der Stelle den Part beenden. Ich hoffe, ihr schaltet morgen auch wieder ein. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, bewertet mein Video ruhig positiv. Euer Nier und ciao.